Die Bundeszentrale für politische Bildung ist etwas ganz Besonderes. In Deutschland werden den Bürgerinnen und Bürgern von offizieller Stelle aus Informationen zu allen Bereichen der Politik angeboten. Verständlich erklärt und ohne parteipolitische Einfärbung. Sicher sind auch Sie schon einmal mit politischer Bildung in Berührung gekommen. Jedes Jahr versendet die BPB, so die Abkürzung für die Bundeszentrale für politische Bildung, über 1 Million Pakete an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Bücher, Zeitschriften, DVDs, Unterrichtsmaterialien, den beliebten Hausaufgabenkalender Timer, die schwarzen Hefte und sogar Comics, die Kindern Politik erklären. Papa liest, Mama liest, Oma und Opa lesen, Klaus Dieter liest, die Müllers von nebenan lesen, Kevin aus dem dritten Stock liest, Juri und Hülya lesen, die kleine Clara aus dem Fußballverein liest, überall wird gelesen, gelesen, gelesen. Erstaunlich, wo die BPB überall helfen kann. Und natürlich auch überall dort, wo gelernt wird. In Schulen, Seminaren, Volkshochschulen, in der Bundeswehr und der Uni. Das Angebot der BPB macht Lernen zum Ereignis und kann erstaunlich erfrischend wirken. Nicht nur unsere Klassiker, sondern auch Politikspicker, die Schulstunde als Talkshow, Kartenspiele, Pocketpolitik und die Themenblätter beflügeln die Fantasie und führen manchmal zu Gedankensprüngen und geistigen Höhenflügen. Wer so viel über Politik weiß, möchte sich natürlich auch mit anderen messen. An unserem Schülerwettbewerb zur politischen Bildung nehmen jährlich einige tausend Klassen teil. Lesen ist gut, erleben ist besser. Deshalb organisiert die BPB jedes Jahr viele hundert Veranstaltungen. Vom Konzert über Film bis zur Theaterveranstaltung, vom Vortrag bis zum Kongress. Überall, wo BPB draufsteht, ist Politik drin. Denn Politik spielt bei uns stets die wichtigste Rolle. Auf BPB-Veranstaltungen kann man zuhören, wenn kluge Menschen Politik erklären. Mitreden, weil man von Politik betroffen ist. Widersprechen, weil man eine eigene Meinung hat. Und weil Reisen bildet, kann man mit der BPB auf Studienfahrt gehen. Vor Ort in Israel oder Osteuropa werden politische Zusammenhänge verständlich. Wenn Sie wollen, kommen wir auch direkt zu Ihnen. Wahlen, Demokratie, Europa oder Globalisierung. Politische Sachverhalte sind oft nicht leicht zu verstehen. Hier helfen unsere Teamer und diskutieren mit Gleichaltrigen die Welt der Politik. Wer will, kann selber aktiv werden und mitmachen. Unser Ziel? Gemeinsam erklären wir Hintergründe und stärken die Demokratie. Dabei stellen wir uns auch schwierigen Themen, die unsere demokratische Gesellschaft gefährden. Unsere Arbeit stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit den neuen Medien gibt es neue Möglichkeiten für politische Bildung im Internet. Mit bpb.de surft man durch die Welt der Politik im Netz und das Web 2.0 gibt die Möglichkeit, sich aktiv in Themen und Diskussionen einzubringen. Das bekannteste Online-Angebot der BPB ist der Wahlomat. Er erklärt auf spielerische Weise die Unterschiede der politischen Parteien, ohne eine konkrete Wahlempfehlung abzugeben. Denn eine eigene Meinung muss man sich nach all den Informationen schon selber bilden. Da es die Aufgabe der politischen Bildung ist, alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu erreichen, sind wir auf Hilfe von Partnern angewiesen. Sie werden von uns unterstützt und führen jedes Jahr viele tausend Seminare, Projekte und Aktionen durch. Politische Bildung wird von so vielen getragen. Und weil es so viele sind, die an vielen Stellen viele wichtige Dinge tun, sind Sie sicher auch schon einmal mit politischer Bildung in Berührung gekommen. Spätestens jetzt. ...1952 wurde die BPB unter dem Namen Bundeszentrale für Heimatdienst gegründet. Zu Beginn kümmerte sie sich vorrangig darum, den Bürgern die Demokratie zu erklären und den Nationalsozialismus aufzuarbeiten. 1963 erhielt die Bundeszentrale für Heimatdienst ihren heutigen Namen. Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB.
1970 trat erstmals der wissenschaftliche Beirat der BPB zusammen, der sie bis heute in fachlichen Fragen berät. In den 90ern wird das digitale Zeitalter eingeläutet. Seit 1997 ist bpb.de im Netz. Seit 2002 präsentiert sich die BPB mit ihrem neuen weinroten Logo. 2003 zieht der Bonner Hauptsitz von der Kennedy-Brücke in die Adenauerallee. 2010 ist die Berliner BPB umgezogen. Seitdem findet man uns dort in der Nähe des Checkpoint Charlie. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Behörde und gehört zum Bundesministerium des Innern. Wie in allen Behörden in Deutschland gibt es hier einen Verwaltungsbereich und eine Fachabteilung. An der Spitze steht der Präsident. Er ist der Chef von rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fachlich beraten wird die BPB von einem Beirat, in dem Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen sitzen. Begleitet wird die Arbeit durch das Kuratorium. Es besteht aus 22 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und achtet auf parteipolitische Ausgewogenheit. Der Hauptsitz der Bundeszentrale für politische Bildung ist Bonn. In Berlin findet man die BPB in direkter Nähe zum Checkpoint Charlie. An beiden Standorten gibt es Medienzentren, in denen interessierte Bürgerinnen und Bürger unsere Publikationen erhalten können. An zahlreichen Orten in ganz Deutschland findet man die sogenannten BPB-Bildungsecken. Hier wird das BPB-Angebot in den Bürgerbüros der Kuratoriumsmitglieder präsentiert. Schauen Sie doch einfach einmal vorbei.